Leute, ich zeige euch mal den Poolbereich. Wie man sieht, das meiste ist Nichtraucher. Ist sehr familienfreundlich, das Hotel. Es gibt zwei Shops, das ist einer. Hier gibt es VR, Fischspa. Das ist die Poolbar. Hier gibt es mittags frisch gemachte Pizza. Die Bierstube, hier gibt es Snacks, Brezeln und auch deutsches Bier. Ob da wirklich Becks drin ist, keine Ahnung. Hier hinten ist noch der Kids Club. Hier bei der Poolbar ist Raucherbereich. Der schnellste Weg zum Strand. Der Hauptpool. Da hinten ist der Kinderbereich bei dem Pilz. Ein extra Sportpool für die, wo gern Spanisch schwimmen. Hier sind die zu rutschen. Die werden abwechselnd mal geöffnet. Da hinten ist der Außenbereich vom Buffet-Restaurant. Da bei den Fässern ist der zweite Raucherbereich vom Pool. Da hinten ist noch der Minimarket, der zweite Shop. Noch ein Kinderpool.
Hier geht's zum Garten. Früher war das der Weg zum Strand. Hier gibt es einen Kletterpark. So, und hier geht es zum The Level Pool. The Level ist ein Upgrade-Programm, so eine Art VIP. Ist ein abgelegener Pool, ganz ruhig. Was der Level Aufpreis kostet, weiß ich leider nicht. Aber hier steht nur für die Levelgäste erlaubt. Und ich hoffe, dass das ein Druckfehler ist. Bei Antoderung hört sich nicht so toll an. Hier gibt es noch Eiscreme. Unglaublich, wie es hier riecht. Ich glaube, das sind hier diese Nadelbäume oder was auch immer das ist. So richtig süßlicher Duft hier. Hier ist noch ein Volleyballfeld. Und hier schon das Abendprogramm, das Stage. Da hinten ist die Bar, die Bühne. Nochmal ein kleiner Kinderspielplatz. Und hier ist eigentlich schon Ende vom Hotel. Das alles gehört nicht mehr zum Hotel. Das ist hier diese nächste Bar. Rechts ist noch Eiskarting, eine Kartbahn. Die, ich weiß nicht, ob die auch zum Hotel gehört. Auf jeden Fall kostet die extra. Minuten 30 Leva, das sind ungefähr 15 Euro für 10 Minuten Fahrt.